Ja, Gerd Tanzmann, mein Name, weiter seit 25 Jahren hier für die Verbrennungsanlage in verschiedenen Funktionen. Hier wird der Müll aus Düsseldorf aus der grauen Tonne und teilweise nicht verwertbare Anteile aus dem Sperrmüll verbrannt, aber auch Gewerbeabfälle aus Düsseldorf und auch aus der Region. Wir verbrennen um die 400.000 Tonnen Müll pro Jahr. Das ist das komplette Aufkommen hier aus Düsseldorf und auch aus einigen Nachbarstädten. Der Müll wird ja gesammelt über die Avista in diesen orangenen Sammelfahrzeugen und wird dann direkt, und das ist unser Vorteil hier, mit kurzen Transportwegen hier an die Müllverbrennungsanlage angeliefert. Wird dann verwogen, wird abgekippt, zwischengelagert in einem Müllbunker, wo wir die Brennstoffe einfach bevorraten, weil die Kessel rund um die Uhr durchlaufen. Die Anlieferung ist nur tagsüber. Vom Müllbunker aus geht der Müll dann in die Verbrennung. Das, was übrig bleibt, ist die Asche. Wir beobachten, dass die Asche immer weiter rückläufig ist. Metalle und andere Stoffe werden raussortiert zum großen Teil und damit ist das Unverbrennbare immer weniger geworden. Verbrennung will nie konkurrieren mit einem hochwertigen Recycling und es gibt viele Recyclingwege, die heute schon sehr, sehr gut funktionieren im Bereich Papier, im Bereich Glas, im Bereich Bioabfälle, da wo die Bioabfälle auch gut sortenrein erfasst werden. Und es gibt auch hochwertige Kunststoffrecyclingverfahren. Es gibt aber auch Grenzen des Recyclings und wenn das nur noch ein Downcycling ist, wenn das teilweise eine Verschleppung von Schadstoffen wäre, dann gibt es Punkte, wo man sagt, dann ist die Verbrennung eindeutig die umweltfreundliche Alternative, insbesondere dann nochmal unter Nutzung der enthaltenen Energie. Und deswegen sehe ich das als ein Gesamtsystem, was sich gegenseitig ergänzt und wo die Müllverbrennungsanlage nicht der zentrale, aber ein wichtiger Baustein ist. Wir haben hier in Düsseldorf eine sehr energieeffiziente Anlage. Da sind wir führend hier in der Region. Das dokumentiert sich darüber, dass wir Strom und Wärme in der Kraft-Wärme-Kopplung machen. Wir gewinnen aus dem Müll hier in Düsseldorf so viel Strom, dass wir 10% des in Düsseldorfer Privathaushalten verbrauchten Stroms damit decken können. Und ungefähr 20% des Düsseldorfer Fernwärmebedarfs können wir aus der Müllverbrennungsanlage abdecken.